In dieser Prozentrechnung berechnen wir den Grundwert. Der Grundwert bedeutet in der Prozentrechnung, dass wir den Gesamtwert wissen wollen. Schauen wir uns die Aufgabenstellung näher an. 35% aller Schüler, das sind 161 Schüler, kommen mit dem Bus in die Schule. Fragestellung: Wie viele Schüler besuchen die Schule insgesamt? Und wir müssen uns bei der Prozentrechnung immer überlegen, habe ich den Grundwert oder den Prozentwert? Und wenn die Angabe so formuliert ist, 35% aller Schüler, das sind 161, dann weiß ich, dass sind nicht die 100% vom Grundwert, die hier stehen, sondern das ist der Anteil. Und den Grundwert will ich berechnen. In einem ersten Schritt formuliere ich die Variablen oder bestimme ich die Variablen näher. Der Grundwert wissen wir eben nicht, den berechnen wir, das ist ein Fragezeichen hier, die gesuchte Größe. Der Prozentwert ist angegeben mit 161 Schülern und der Prozentsatz ist hier angegeben mit 35%. Nachdem wir die Variablen bestimmt haben, kommen wir zur Berechnung mit der Formel. Der Grundwert wird berechnet mit der Formel Prozentwert mal 100 durch den Prozentsatz. Und das machen wir jetzt. In einem nächsten Schritt ersetze ich die Variablen durch Zahlen, und zwar durch die Zahlen, die ich oben ermittelt habe. Der Prozentwert, das ist der Anteil der Schüler, die mit dem Bus in die Schule kommen, beträgt 161 mal 100 und das Ganze geteilt durch den Prozentsatz, das sind hier 35. Und das gebe ich dann in den Taschenrechner ein und erhalte als Ergebnis für den Grundwert, das ist die Gesamtanzahl der Schüler, 460 Schüler. Das war es dann auch schon hinsichtlich der Berechnung. Was jetzt noch fehlt, ist ein Antwortsatz. Die Schule wird insgesamt von 460 Schülern besucht. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Bis bald bei einer neuen Aufgabenstellung.